Wolfenstein 2, Folge 3, ich bin zurück. In der letzten Folge, naja, ihr kennt das ja. Versagt und so, ne? Die Wummel schon. Geil. Was? Ah. Aber die ist natürlich ein bisschen. Ah, oh, vor uns, ich muss den umbringen. Ah, jetzt schlägt. Stirb! Stirb! Oh nö! Ich mach das jetzt mal oldschool. Man kann speichern. Von welcher Seite? Oh! Ey, gut, dass ich gespeichert hab! Mal sehen, ob es automatische Speichersystem hier kommt. Müsste gleich herkommen. Ich habe immer noch eine so eine Entschlüsselungsmaschine. Chiffre, ne? Sehr, sehr schweres Wort heute. Ich soll nicht so viel trinken. Oder mehr. Jagdfliegern, kommt zu den heroischen Jagdfliegern. Ja. Auf jeden Fall sehr stabil das Plakat. Drücken, drücken. Oh. Oh, hier war ich ja sogar schon. Ah, ich bin auf den richtigen Weg, Freunde. Ich bin auf den richtigen Weg. Oh, zum Lesen halten. Nach der Infiltration der Mondbasis, na, das hat man im letzten, also im ersten Teil gehabt, forderte der Generalstab das Hauptsicherheitssystem an Bord des Ausmaßes zu verbessern. Schön, dass es sowas gibt. Es soll mehrere Sicherungssysteme und Steuerungsmechanismen in das Odin-System integriert werden. Das Odin-System ist das fortschrittlichste und ausgeklügelste Überwachungssystem der Welt. Falls unseren Feinden auch nur der kleinste Bruchteil dieser Technologie in die Hände fällt, werden wir die Folgen noch viele Jahre zu spüren bekommen. Die Autorisierungscodes müssen in den Zentralrechnern des Generalstabs gespeichert werden. General Engel erwartet, dass sie dies bis spätestens Ende der Woche erledigt haben. Beziehungsweise erledigt des Ausmerzens. Was sind denn das für kranke Schweine? Hallo. Hier blinkt was. Okay, ich komme ja schon. Level verlassen. Warte. Deaktiviert die Rettungsboote! Zu spät! Los geht's. Thank you.
Aber schön, dass du sie mitgebracht hast. Max, hätte aber so geht das. Könnte ich einen Vorschlag machen? Was? Leute, hört zu! Wir haben eine Strategie. Caroline hatte einen Plan. Die Vereinigten Staaten von Amerika zu befreien. Die USA zu befreien. Und wenn wir das schaffen, können wir von dort aus den Rest der Welt befreien. Und genau das werden wir verdammt nochmal tun. Für Caroline. Was ist mit der da? Können wir ihr trauen? Hat uns geholfen. Hallo. Sie hat eine Chance verdient. Sie hat mich gerettet. Und Captain Blazkowicz auch. Also, Caroline hatte Funkkontakt zu einer amerikanischen Widerstandsgruppe in New York hergestellt. Die Frisur ist geil. Schwarze an Bord. Sache gewinnen. Wir brauchen Unterstützung von den US-Widerstandsgruppen. Nur so können wir die Leute zur Revolte bringen. Wir machen diesen Kampf nur das Regime wieder zu einem echten Krieg. Ganz genau. Geil, als Humor. Erstes müssen wir Kurs auf New York setzen und Unterwasserbomben. Anja, an so nah! Ich kann Ihnen dabei helfen. Einen Moment! Oberfläche durchbrochen. Mehrere Objekte. Das ist Frau Engel. Wie zum Teufel hat sie uns nur gefunden? Irgendjemand in Ihrem U-Boot sendet Ihre Position. Was sagen Sie? Der Ausmerzer hat Nachrichten von jemandem aus Ihrem Boot empfangen. So haben wir sie gefunden. Das ist unmöglich. Sektion F. Das kann nicht. Da ist sie, Sektion F. Aber es gibt keine Sektion F. Die Karten sind ungenau. Wir haben geschaut, da ist keine Tür. Und was wenn doch? Was wenn sich jemand dort versteckt und dieses Signal sendet? Cap, Sie nehmen ein paar Männer und schauen nach. Ich zeige Ihnen den Weg. Hier, verschieben Sie den Schrank. Faszinierend. Gott, sind die doof oder was? Da ist keine Tür. Nein. Was siehst du? Die Tür ist von der anderen Seite verschweißt. Hier, Junge. Hierher. Nehmen Sie das. Wyatt hatte einige Ideen für Verbesserungen. Ein paar habe ich umgesetzt. Ist das hier das tödliche Ende? Oh, absolut. Danke, hat mir schon gefehlt. Ich mach's wieder auf, wenn du fertig bist, Großer. Ach, Blitzdieselkanister abzufeuern, um Kanister zu sprengen. Okay. William, finde den Sender und schalte ihn aus. Oh. Sonst reißen die Unterwasserbomben den Rumpf auf. Geiler Shit. Das ist eine normale Waffe? Wir haben einen Fehler gemacht. Auf dem Plan sieht Sektion F aus wie eine kleine Wäschekammer. Wir haben danach bei der ersten Inspektion des U-Boots gesucht, aber den Eingang nicht bemerkt. Und bei all den Sachen, mit denen wir uns beschäftigen mussten, haben wir wohl auch nicht so genau hingesehen. Jetzt habe ich aber auf der Übersicht einen Verweis auf ein vollkommen anderes Dokument gefunden. Die Maschinenraumkarte von Sektion F. Ich melde mich, wenn ich sie habe. Man kann ja wirklich nur... So. Oh, ich will keinen Akimbo haben. Will? Genau. Kann ich mich noch wenigstens über Kimmel und Korn. Also so dermaßen genial synchronisiert und die Dialoge bis jetzt trashig, aber halt wirklich passend. Ups. Wie schon mal erwähnt, ich habe den ersten Teil auf Englisch gespielt. Auch nur, weil ich unbedingt Nazis abschießen wollte, was jetzt auch nicht so verkehrt war. Aber es war halt im Angebot bei Amazon in Frankreich und da war es nochmal Englisch. Die Deutschen haben trotzdem Deutsch gesprochen. Tagebuch eines Soldaten. 12. März, glaube ich, 1961. Ich stecke schon mehrere Monate hier unten fest. Ich muss immer wieder an Johann denken, ein echter Soldat Germaniens. Er war ein Held und wurde wie ein Märtyrer erschossen von einem großen, nordlustigen Affen, diesen Blazkowicz. Hahaha. Dann geschehen.
Die Leute mögen ihn. Kommunisten, Anarchisten, Abweicher. Sie müssen vom Antlitz dieses Planeten verschwinden, so wie der Kanzler sagte. Ihr wisst, wer der Kanzler ist, ne? Wir sind überlegen, die Stärksten und die Tapfersten. Wir haben keine Angst vor ihnen. Die Erde gehört uns. Ich frage mich, wie lange noch diesen Eimer pissen muss. Ich gehe bestimmt nicht zur Toilette am Eingang der Sektion F. Was, wenn er zurückkommt und losballert? Ich werde weiter in diesen Eimer pinkeln, bis Hilfe kommt. Müller. Ah, Müller, ein richtiger Bio-Deutscher. Oh, die Mucke wird interessant. Ach. Verreckst du mal? Als nächstes ist deine Mutter dran. Sozusagen. Bisschen Dirty Talk muss sein, ne? Ich hab's Limit erreicht. Treff wohl doch mehr, als ich gedacht habe. Ah, ich glaube, das wird... Ach, so geht's. Ah, Ballwurf. Muss ich das dann wieder einsammeln? Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Was muss ich denn? Oh. William, ich habe die Maschinenraumkarte gefunden. Ballasttank, Atomsprengköpfe. Oh Gott, Sektion F erstreckt sich über den gesamten Rumpf des U-Boots und wir sind auf dem größten U-Boot der Welt. Die Sektion muss gigantisch sein. Was, wo? Ein Teil davon dürfte aufgrund des riesigen Volumens als Hauptballasttank oder so dienen. Vorsichtig, William. Keine Ahnung, wie viele Soldaten sich da verstecken könnten. War nicht schon ein paar. Aber es ist halt auch schön, dass die nur zur Infiltration hier waren. Jetzt bombardieren die das Schiff, obwohl sie wissen, hier sind Haufen. Au! Ein Haufen eigene Soldaten drin. Oh nein, die kommen ja. Was, wo bin ich denn? Wo ist denn jetzt hier oben? Hui! Oh. Hallo? Ich dachte, er kann nur schwimmen. Er ist ja doch ein bisschen schwer in der Rüstung. Aber was denn? William, die Soldaten befinden sich da drin, seit du das U-Boot vor 5 Monaten erobert hast. Sie sind bestimmt hungrig und verzweifelt. Pass auf dich auf, Liebling. Oh! Okay. William, die Soldaten befinden sich da drin, seit du das U-Boot vor 5 Monaten erobert hast. Sie sind bestimmt hungrig und verzweifelt. Pass auf dich auf, Liebling. Alter! Alter, der... Abwarten. Oh. Wo seid denn ihr? Alter. Also das Spiel ist nicht einfach. Wir müssen es nochmal versuchen. Die Soldaten befinden sich da drin, seit du das U-Boot vor 5 Monaten erobert hast. Sie sind bestimmt hungrig und verzweifelt. Pass auf dich auf, Liebling. Ich hab noch 13. Schnelle Kommandantenkills.
Achso, hier ist ja noch einer. War der hier nicht gerade noch? Ah, komm hier runtergerollt, mir doch egal. William, ich habe mir die Atomsprengköpfe in Sektion F mal genauer angesehen. Laut der Maschinenraumkarte lagern da unten Dutzende. Oh. Hoffentlich haben die Soldaten damit nichts angestellt. Wird man jetzt so schnell nicht rausfinden, glaube. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Darüber? Was gibt's denn hier Schickes? Muss ich wahrscheinlich da unten... Ach, hier. Ich werde mal kurz speichern. Man weiß ja nie... Es schmerzt. Carolina, ich glaube, ich schaff's nicht. Noch ein paar Wochen vielleicht. Mit ihrer Hilfe. Ich höre vielleicht überhaupt richtig. Nee, bin ich, ne? Ich bin falsch. Oh. Ohne Postkarte. Mein geliebter Hans, das solltest du sehen. Die amerikanischen Kolonien sind ein Paradies. Ich wohne in meinem Hotel in Honolulu. Es ist wunderschön und die Einheimischen sind freundlich zu mir. Der Ruhm Germaniens war für diesen Ort ein wahrer Segen. Und dennoch, wenn ich mit dem Mädchen zum Hafen gehe, um Eis zu kaufen und sehe, wie alle U-Boote und Schiffe in den Hafen einlaufen, denke ich an dich. Mein Schatz, ich erinnere mich, wie stolz du warst, als du auf der Hammerfaust stationiert wurdest. Ich hoffe, dass du da draußen in Sicherheit bist und dass du mich bald wieder in deine Arme schließen kannst. Die Mädchen möchten wissen, ob du schon eine Meerjungfrau gesehen hast. Du fehlst mir. Die liebe Franka. Wie ich halt auch konsequent daneben baller. Das muss man mir lassen, ne? Da bin ich konsequent. Gut, keine Ahnung, wo ich hier. Ah, der Funkraum. Muss einen Weg hineinfinden. Na, auf jeden Fall nicht so unpraktisch. Lass mal ein bisschen Zeug mitnehmen. Ja, das liegt ja manchmal rum, ohne dass man es groß sieht. So, also hier hinten komme ich... Komme ich hier aufs Rohr? Ja, wahrscheinlich ist das, wäre ja das nicht der richtige Weg. Aber vielleicht geht es da mit... Dieselkraft. Geht's auch. Ich bin so toll. Okay. Bau mal so eine Defrischiermaschine. Hallo? Soll ich das kaputt machen? Ah. Also auch mit Diesel. Danke, William. Der Ausmerzer wird unsere Spur verlieren. Komm zurück zum Umkleideraum. Bombarde lässt dich dann raus. So, Tagebuch eines unbegangenen Kommandanten, Tag 13. Jetzt schicken wir schon
Jetzt stecken wir schon fast 2 Wochen fest wie Ratten auf unserem eigenen U-Boot. Ich werde mit Kommandant Fischer einen Plan schmieden. Der abweichende Terrorist hat uns überrascht, aber wir sind Soldaten Germaniens. Zum Kämpfen geboren ist der Krieg unser Element. Wir werden hier rauskommen und den Feind für immer vernichten. Tag 39. Sieht so aus, als ob wir noch eine Weile hier sein werden. Momentan können wir es nicht mit so vielen von ihnen aufnehmen. Wir haben kaum Munition, zu riskant. Fischner wird versuchen, das Kommunikationssystem in Gang zu bringen. Tag 54. Bei den Männern macht sich langsam Verzweiflung breit. Die Luft ist verbraucht und hat einen beißenden Gestank. Meine Uniform juckt, ich versuche zu schlafen, aber ich wache ständig auf. Manchmal wecken mich die Männer, die wegen ihrer furchtbaren Albträume schreien. Viele von ihnen haben Dinge gesehen, die kein Mensch zumuten kann. 86. Die Rationen gehen uns aus, aber Männer haben angefangen zu halluzinieren. Fritz wollte heute Morgen an seine Mutter schreiben, doch sie ist seit 10 Jahren tot. Ich muss mich um die anderen kümmern, damit keiner von ihnen völlig durchdreht, sonst werden sie nutzlos. Wenn wir gegen den Terroristen kämpfen müssen, Johann wird versuchen, Ersatzteile für das Kommunikationssystem aufzutreiben. Tag 98. Ich verliere den Verstand, habe meine Uniform bereits 5-mal gesäubert und sie juckt immer noch. Ich muss sie ausziehen. Wenn wir gerettet werden, werde ich sie wieder anziehen, damit wir auf der Verleihungsfeier respektabel aussehen. Ich habe den Überblick verloren. Fischner ist es gelungen, das Kommunikationssystem in Gang zu bringen. Er hat Nachrichten an den Garagentab geschickt. Endlich, jetzt werden sie uns retten. Man darf den Glauben an Germani nie aufgeben. Das Ding, was wir Gott zerstört haben. Was geht nur im Kommandant Fischners Kopf vor? Er hat sich mit dem Kommunikationssystem in Kontrolle eingeschweißt. Paranoid wirft uns vor, dass wir versuchen, die Übertragung zu sabotieren. Er ist total durchgedreht. Die Männer meinen, dass sie im Eingang Sektion F Geräusche gehört haben. Sicherlich nur Einbildung. Ach. Gut. Ist ja normal, wenn man so isoliert ist, wo man ausrastet. Aber ich würde sagen, wir machen einen kleinen Break und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.